So, wo willst du denn jetzt hin? Zu Flicker? Wieso beschmust werden? Ach, Flicker will schmusen. Oh, wie süß. Mal gucken. Das trippelt, ne? Ein Scheißwetter hier, ey. Aber hallo, was haben wir da? Eine Kartoffel, na, die nehmen wir doch mal. Du wolltest doch gerade schmusen, Mensch. Ach, Mensch. Loben für laut sein, naja. Loben müssen wir so nicht unbedingt, aber wir können ja mal Hals kraulen. Da freut sie sich bestimmt, wenn sie ein bisschen Aufmerksamkeit hier bekommt. Wie mögt ihr euch eigentlich? Vertragt ihr euch? Oh nein. Okay. Okay, Zuneigung. Dann Hand beschnüffeln lassen. Aber sie wollte sich doch gerade an Chris anschmiegen, denke ich. Gebürstet werden? Der macht mal. Ihr macht das schon, ihr zwei. Ja? Ah, da ist so eine olle Zickeflicker, ehrlich, ey. Dich mal nicht so, nee. Bürsten? Lässt du dich bürsten? Naja, du willst nur deinen Schack, was? Ich merke das schon. Na, macht mal, wir gucken mal, was. Hallo, war das gerade Schudi hier unten? Auweia! Verstärkt loben für? Nein, ausschimpfen für zerstörerisch sein, natürlich. Ey, Trudy, du spinnst wohl unser Garten, Mensch. Hey. Dann geh jagen oder so. Sowas kannst du doch, oder? Lochkram, Sammelobjekte erschnüffeln. So, los. Geh deine Sammelobjekte erschnüffeln und lass meinen Garten in Ruhe. Ich glaube, ich spinne. So. Okay, wir können immer noch zum Ort des Auftrittes gehen, glaube ich. Simfest. Was scheiße. Ist da jetzt wenigstens jemand Neues auf der Bühne? Ja. Ja, sehr schön. Okay, also funktioniert es scheinbar soweit wieder. Ich suche jetzt nur den Veranstalter. Du bist bereits für einen Auftritt am Veranstaltungsort dieses Eigentümers gebucht. Oh, was ist denn das für eine Kacke jetzt? Ganz ehrlich. Ach Mensch. Und jetzt heißt es, wir können nicht mehr. Oder wie? Oder was? Oder wo? Wie blöd ist denn das? Kann ich den auch resetten, den Kerl hier? Wie heißt denn der? Even Noble. Ich probiere es einfach mal. Reset Sim. Even Noble. Wurde der so geschrieben? Keine Ahnung. Ja, scheint so. Ach, Kacke. Ist doch echt blöd. Mich ärgert das, glaubt ihr das? Die Bühne aufbauen, einen Wunsch äußern, die Show ansehen, ich sehe gerade gar keinen. Wen beklatscht ihr denn da? Hallo? Armeno, ist doch echt zum Würgen. So, wo ist jetzt hier dieser Veranstalter hin? Gibt es den jetzt überhaupt noch? Eigentümer des Veranstaltungsorts Kaffeehaus. Oh, okay, dann werden wir einfach mal zu der gehen. Casting für ein Konzert absolvieren. Machen wir sowas eben bei der. Vielleicht funktioniert es ja. Komm, mach. So, Schack, was machst du? Du pennst noch. Okay, du kannst dann als nächstes aber auch mit Flicker ausreiten. Würde ich sagen. Die ist hier schon wieder am Spielen mit ihrem Ball. Das sieht so goldig aus immer. Na los, Satteln, Sattel bearbeiten, wollten wir auch mal gucken, was genau das eigentlich ist. Ja, ich spule gerade mal ein bisschen vor hier, ne? So, komm, aufstehen. So, Casey ist dann eigentlich auch schon wieder so ziemlich ausgeschlafen, kann dann als nächstes, ja, eigentlich mal ein Bad nehmen, oder? Kann sich ja auch mal ein bisschen entspannen, die Gute. Ach, das ist süß, ey, wie die mit dem Ball spielt, die Flicker. Einfach zu putzig, ehrlich. So, Trudy Medina hat einen Edelstein gefunden. Ui, schön, fein, Trudy. Den kannst du direkt dem Schack geben. Du genügst den Maßstäben dieses Veranstaltungsorts noch nicht ganz, Chris Rock. Komm wieder wenn du und versuche es noch einmal, wenn du etwas geübt hast. Leck mal da, du Beulen. Ehrlich.
Erstell einen Haushalt. Ach so, bearbeiten heißt dann einfach einen neuen oder was? Okay, ich verstehe. Ja, aber eigentlich hat sie ja den, aber der wird ja irgendwie nie benutzt, ne? Zaumzeug, Rennen. Ach so, hier kann ich jetzt den Rennsattel und so. Ah. Okay, kann ich da nicht einfach denselben nehmen? Ich meine, ist doch derselbe im Prinzip. Deshalb speichere ich das jetzt einfach mal alles so ab. So, Sattel speichern und hier auch speichern. Und dann gehen wir hier auf Zaumzeug. Ja, ist okay. Rennen. Ich weiß nicht, was ein Rennsattel ist, ganz ehrlich. Ich nehme jetzt einfach denselben. So, ist da völlig Schnupse, oder? So, Zaumzeug hatten wir das da, richtig? Ja, wunderschön. Und dann noch das Deckchen dazu. Das wäre dieses hier. Ja, wunderschön. Und dann Springsattel nehmen wir auch wieder den Sattel, würde ich einfach mal sagen, oder? Das Zaumzeug wieder und den Sattel wieder und die Decke auch wieder. Yay, geschafft. Okay, dann haben wir das auch. Jetzt passt das auch zusammen. Ja, komm, ist gut. Wir sind fertig. Wir haben es geschafft. Huhu, tutu, tschü. Gut, dann darfst du jetzt die Flicker absatteln. Ist mir völlig egal, mit welchem. Nur den Alltag ist eh alles dasselbe. Und dann, ihr zwei, dürft ihr. Achso, du musst erstmal aufsitzen, ne? Genau. Wie geht's denn der Flicker? Flicker geht's gut, Schack geht's gut. Das sind doch optimale Eigenschaften für einen schönen Ausritt. Und dann ausreiten. Egal wie, macht wie er möchte. Das ist mir völlig Schnuppe. So, Chris, dich wollte ich jetzt eigentlich irgendwo hier in den Park schicken oder sowas. Moment. Wo haben wir denn hier mal ein paar Menschen? Eigentlich direkt gegenüber von unserem Haus, ne? Haben wir hier jemanden? Ist hier jemand? Hallo? Niemand da? Ey, hier ist echt kein Schwein, ne? Irgendwie ist hier alles so ein bisschen wie ausgestorben. Dann gucken wir doch mal hier im Hundepark. Auch keiner? Oh Mann. Egal, wir stellen uns jetzt hier hin. Dahin möchte ich dich jetzt haben, Chris. Mach hinne. Ja, bist du da, Chris? Hallo? Eine Ratte. Oh, cool, die fangen wir jetzt mal. Und jetzt mach mal hinne, Mensch. Das dauert. Eva. So, die wird natürlich verkauft, ne? Ist klar. Das ist ja die Ratte. Wo ist sie denn jetzt? Hat er sie nicht gefangen? Egal, komm, stell dich jetzt hier hin. Und dann, Chris, hallo. Dankeschön. Und dann darfst du hier. Mann. So. Für Trinkgeld auftreten. Kannst du deine Gitarre dazu nehmen? Genau. Vielleicht kriegen wir ein bisschen was am Veranstaltungsort. Showpark beginnt ein Zimfest. Oh, die schon wieder, die Alte hier. Los, schmeiß da Geld rein. Jetzt geh. Okay, gut. Also Chris ist beschäftigt. Chuck ist noch mit Flicker unterwegs. Genau. Wo sind wir denn hier? An irgendeinem Haus. Ach, an unserem Haus. Seid ihr schon auf dem Nachhauseweg oder was? Komm, das darf auch ein bisschen schneller gehen. Das muss nicht nur gehen sein. Das darf auch Tram sein. Das war's schon. Nee, ne? Los, weiter. Flicker keinen Bock mehr oder was? Kommt doch mal hier hin ans Wasser. Hier hin reiten.
einfach mal ein bisschen unterwegs sein, Mensch. Sonst lernst du das ja nie. Nanu! Aha. Die hat keinen Bock mehr, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Mann, warum funktioniert hier denn heute nichts? Verdammte Kacke. Ausreiten! Galoppieren! Nee, also keine Ahnung, was hier heute los ist. Casey macht ständig irgendwelche Verrenkungen, seitdem sie halt hier ihr Dingelings hat, ne? Also ich weiß nicht, was hier los ist. Vielleicht müssen wir auch wieder umziehen mit dem Haushalt in eine andere Stadt oder so. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Bei Casey gibt es folgende Arbeit zu tun. Okay, Casey, wollen wir mal gucken. Geisterische Gegenwart. Geister finden. Ich habe keinen Bock auf Geister finden. Jedes Mal dieses blöde Geistergesuche und Gefinde. Aber gut, bitte. Wir haben nur einen Zuschauer, ist auch mau, ne? Aber wir könnten, ja. Hier zum Simfest. Wo ist denn der Typi? Da. Du bist bereits für einen Auftritt. Ach, scheiße. Das ist doch blöd, Mann. Das funktioniert doch nicht mehr. Komm mal hierher. Das ist gemein, ganz ehrlich. Ach Mann, das ist so blöd. Nee, hier komm, du kannst hier jetzt für Trinkgeld auftreten, den anderen die Show stehlen. Ah, sind wir heute wieder nett, So, Casey, ja genau, du sollst nicht vor der Glotze sitzen, sondern nach Geistern hier alles absuchen. Meine Damen und Herren, ich bitte um Applaus für die Darbietung von Jens Raspel. Okay, gut, Casey, an die Arbeit. Und, wie sieht's aus? Du kannst nichts sehen. Okay, dann probieren wir es einfach mal im nächsten Raum. Mal schauen, ob du dort etwas siehst. Gute Casey. In der Küche. Wir werden sehen. Ey. Im Keller gibt's ja auch noch. Okay. Und da taucht doch schon was auf, oder? In dem Zimmer ist Unglaublichkeit geworden. Los, verbanne sie. Verbannung. Verbannt. Nun wird er sehen, was er davon hat. Verbannung. Die Strafe, Verrat. Skandal. Mann, los, jetzt verbann die doch einfach auf, dich zu ekeln und mach deine Arbeit. Mann, du bist Geisterjägerin. Schnapp sie dir! Oh. Ghostbusters! Jetzt lacht die uns aus, die Alte. Los, Casey, Mann. Du könntest dir ruhig mal hier so einen neuen Verbanner beschaffen. Aufgefressen. Wie viele brauchen wir? Noch einen, okay. Dann gucken wir mal hier. Aber wir müssen nur einen Geist vertreiben und zwei hier finden. Was ist das für ein Quatsch? Ach, hier ist alles nur noch verbuggt, oder? Also, zumindest habe ich so das Gefühl. So, also wir müssen jetzt nur einen Geist finden. Und wir brauchten aber nur einen zu vertreiben. Das schnalle ich noch nicht so richtig, aber ist okay. Du kannst nichts sehen und dein siebter Sinn, dass du ganz sicher bist. Okay, gut. Kommen wir jetzt hier durch diese Tür. Oder versperrt sie uns immer noch den Weg in das Schlafzimmer? Nein, wir kommen hier absolut nicht durch. Warum und weshalb und wie auch immer. Ich weiß es nicht. Dann gucken wir einfach mal auf Klo nach, ob wir da vielleicht einen Geist finden. Das wäre ja nicht das erste Mal. So, Chris, wie sieht's bei dir aus? Okay, du hast nicht einen. Ähm,
Wir bauen jetzt einfach mal die Bühne auf. Mal gucken, was dann passiert. So, Casey. Ja, was machen wir denn jetzt? In den einen Raum kommen wir nicht rein. Gucken wir hier unten mal weiter, ob wir noch den anderen Geist finden. Und wir schauen mal, was wir jetzt hier mit Chris machen können, ne? Achso, für Trinkgeld auftreten, das sollten wir vielleicht dann auch erstmal beenden. Boah, mir werden meine Augen gerade echt schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so. Ich bin eigentlich gar nicht müde, aber irgendwie machen meine Augen nicht mehr gerade so richtig mit. Komm, jetzt bau da auf. Mal gucken, ob das wenigstens funktioniert. Ah ja, gut. Chris kann auch schon nicht mehr. Seine Augen machen auch nicht mehr richtig mit. In dem Zimmer ist es unglaublich kalt. Okay, das heißt, dort ist irgendwo ein Geist. Da ist er. Ja, gut. Habe ich nicht gesagt, wir wollen die Benutzerdefinierte? Möchtest du dieses... Nein. Ich wollte doch hier... Jetzt machen wir normal die Show, ernsthaft? Oh, bitte bleib nicht wieder hängen, nee. Lied spielen. Uri-Fieber. Okay, dann mal los. Okay, gut, dann werden wir diese Show jetzt einfach nochmal absolvieren, so wie es ausschaut. Beschuldigungen anhören. Bitte anhören. Komm, jetzt verbann den da endlich mal an. Du sollst nicht den Garten pflegen, Mann. Du sollst ihn hier verbannen. Ist mir egal, ob der dich für irgendwas beschuldigt oder nicht, Mensch. Aber wir müssen ihn ja eigentlich gar nicht. Doch, jetzt steht hier was von zwei verbannen. Oh, ich bin verwirrt. Im Dasein eines Nerds dreht sich alles darum, durch überlegendes Wissen zu triumphieren. Ist Chuck ein Nerd? Ach so, weil er Computerspiele spielt. Aber das ist schon mal ganz gut, dass er am Computer sitzt. Dann können wir nämlich direkt mal nach seinem Online-Dating-Profil schauen, nach Mitteilungen sehen. Mal gucken, ob jemand geschrieben hat. So, okay, das hat geklappt. Frau, 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 Frau. Nur Frauen, verdammt. Das ist doch kacke. Selbst Evelyn hat geschrieben. Wo sind die jetzt? Habe ich dich jetzt schon gelöscht? Scheint so. Mann, ich will keine Frau. Ich will Mann. Verdammt. So, es wird schon wieder hell. Deshalb müssen wir uns mal schnell... Nee, es wird nicht hell. Aber wir müssen uns trotzdem jetzt mal schnell auf dem Dingens machen. Glückwunsch, Chris wurde vom Stadtrat der Stadt Appaloosa Plains in Anerkennung seiner ausgezeichneten Arbeit der Titel Lokale Berühmtheit verliehen. Es wird Zeit, dass du an deinem Image arbeitest. Du hast ein brandneues Bühnenoutfit und mit den Aufnahmen von deinen eigenen Liedern und 4 Singogrammen kannst du nun allem verkaufen, um Präsenz zu zeigen und Simoleons zu verdienen. Chris verdient jetzt in der Woche 532 Simoleons. Yay! Sehr schön. Dann wollen wir hier mal direkt das nächste Casting absolvieren. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Keine Interaktion verfügbar. Wieso nicht? Okay, dann machen wir das hier drüber. Das geht auch nicht. Warum nicht? Und warum steht das immer noch hier? Irgendwas pocht in der Nacht und am Tag. Ich werde noch wahnsinnig. Gut, gucke ich gleich. So, dann Chris... hängst du schon wieder, oder was? Ja, komm, sing meinetwegen noch ein bisschen, ist mir egal. Geisterfinn 2, okay. Komm, das kriegen wir hin. Geister absuchen und. Hier ist eine kleine Katze. Mozart Müller, okay. Auch süß. Du kannst nichts sehen und dein 7. Sinn sagt dir, dass du nah dran bist. Schon wieder. Okay, also hier ist schon mal nichts. Dann gucken wir mal im Schlafzimmer nach, ob wir hier vielleicht einen Geist entdecken. Kann auch sein, dass wir draußen vielleicht suchen müssen. Boah, ist das ein riesen Pool, Aber hallo. Würde mich nicht wundern, wenn hier eine Wasserleiche auftritt. Okay, also Chris macht immer noch seine Show. Gucken wir mal, dass er fertig wird. Du kannst nichts sehen. Okay, immer noch nicht. Ja, dann sollte man vielleicht mal die Äuglein öffnen. Gut, dann gehen wir hoch in das Schlafzimmer. Das Ganze hier ist ziemlich loftartig gehalten. Und hier ist auch noch ein Schlafzimmer und ein Badezimmer, mein Gott. Naja, gut.
gut, wir werden ihn schon finden, den Geist. Stimmt's, Casey? Ja, wir machen das schon. Aber ob wir den Geist finden oder nicht, ihr Lieben, das erfahren wir erst im nächsten Part. Und bis dahin sage ich Tschüss.